Warte. Warte, ja. Noch eine Sache noch, dann warte. Schaffst du das? Perfekt! Ja, du musst ja was dabei denken mit dem, was du da machst. Musst du dann mal erklären. Ja, was du dabei fühlst, zum Beispiel, wenn du das machst. Hartrischein im Tee, kann das sein? Aber fühlen tue ich dabei Silikon auf jeden Fall. Der Unterschied zu Acryl ist halt, wenn man das so verreibt. Boah, guck mal, Alter, was sexy. Boah, echt. Boah, der Eduard lernt. Ja. Wie der Eduard lernt. Der Eduard kann. Der Eduard bringt euch demnächst mal bei. Guten Morgen, Leute. Hier letzter Tag Remscheid, hoffentlich morgen dann Wohnungsübergabe. Wie es aussieht, sieht das noch mal richtig viel Arbeit aus, aber eigentlich haben wir eben festgestellt, ist diese Wohnung so gut wie ready. Ne? Oben in der Wohnung muss ein bisschen mehr gemacht werden, das zeigen wir euch nachher. Aber zuallererst machen wir mal mit dem Thomas zusammen das hier jetzt fertig. Diese paar Dinger, die haben letztes Mal nicht geklappt, weil die Flex am Arsch. Jetzt haben wir eine neue hier, so ein Mike. Die Leute direkt so früh morgens aufwecken? Ja. Ja, gerne. Ab wie viel darf man Krach machen? Ab 8, ne? Ab 8, ja. Ja. Weißt du noch, wo wir letztens gearbeitet haben, haben die da riesengroße Löcher gebohrt, ab 7. Ab 7, ne? Ja, ja, dann deswegen wir dürfen ab 8 wir Krach. Ab 8 heute Krach machen. Ja, perfekt. 14 Uhr fertig? 18 Uhr sind wir hier fertig. Okay. Fuck, haben wir keine Kabeltrommel mitgenommen. Total bescheuert. Das kommt davon, wenn man immer von der Baustelle alles woanders auf der Baustelle machen muss, dann wieder zurück auf diese Baustelle machen muss. Deswegen machen wir das jetzt nicht. Der Mike kommt zum Glück heute ein bisschen später. Dann passt das wie Arsch auf Eimer. Dann machen wir jetzt hier erstmal die Wohnung komplett sauber. Machen hier die ganzen Finish-Arbeiten unten. Ein bisschen was nachpinseln, wo man das machen muss. Und dann, wenn der Mike kommt, dann machen wir das da und oben die Wohnung wieder. So, erstes Mal sauber. Wir haben auch Hilfe bekommen heute vom Rudi. Alter, Rudi hilft uns heute ein bisschen. Endspur. Es ist leider nicht so viel zu tun. Ne? Ja, auch nicht. Der kam mit zwei Vorpacks Desperados vorbei. Ja, genau. Das sind für jeden zwei Despos. Und wir haben ja auch nur ganz wenig gekauft vorhin. Deswegen ist das, glaube ich, okay. Rudi ist natürlich auch auf unserer Feier, ne? Genau. Der Rudi, muss man nochmal erwähnen, der muss Bärchenbettwäsche mitbringen. Ja, das stimmt. Ja, ansonsten darf er gar nicht kommen. Muss man durch. Jetzt wissen auch alle, wer das ist. Jetzt wissen auch alle, wer die Bärchenbettwäsche mitgebracht haben soll. Ja. So, wir sind hier auch noch. Wir gehen einen trinken, genau. So, unten in der Wohnung ist jetzt nur noch Endsilikon machen. Und der Thomas, der macht hier eigentlich ja, so ein bisschen Kackarbeit, muss man sagen. Und zwar ist das hier mit dieser Badewanne, weil die so eine freistehende ist. Ist ein bisschen kacke hier mit der Abdichtung, aber das sieht so schon übelst perfekt aus. Kommt da noch quasi eine Leiste hin, komplett da, dann ist das auch, glaube ich, relativ dicht. So. Warte, kann ich hier die läuft schon. Die läuft, nee, kannst nichts sehen. Ach so, ja, okay. So, die läuft schon, die Cam. Ich habe auf jeden Fall unten im Keller jetzt eine Kabeltrommel gefunden, also müssen wir nicht warten, bis der Mai kommt. Und dann mache ich jetzt hier Wigger. Die erste habe ich schon geschnickselt. Jetzt geht das hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann da vorne zwei kleine Stücke. Ich denke mal, ein Stündchen bin ich hier durch. Und der Rudi filmt mich. Ich mache es jetzt auch mein erstes Mal. Letztes Mal war ich nicht dabei, wo das gemacht wurde. Ja. Deswegen bin ich noch nicht so fresh hier drin. Nicht schlimm. Aber es gibt nichts, was man nicht lernen kann.
Boah, muss aber sehr tödlich machen. Hier oben werden wir heute wahrscheinlich auch fertig. Wir arbeiten jetzt hier in dem Haus von ganz oben nach ganz unten. Der Thomas hat hier schon super Arbeit geleistet. Ich bin wirklich froh, dass diese Badewanne einigermaßen abgedichtet ist. Ich habe da ja beim letzten Mal alles eingeschäumt hier unten. Und das ist echt die beste Lösung. Einfach diese Ecken rein. Ist zwar gefrickelt. Das ist die beste Lösung für dieses scheiß Badezimmer. Ja, ja, ist gefrickelt, aber wir werden das ganz genau wie das ganz unten irgendwann mal komplett neu machen. Die erste Wohnung heute von zwei haben wir fertig. Hier hat der Mike ja gerade schon gezeigt, dass wir hier ganz viel gehudelt haben. Ich finde das so krass gehudelt gar nicht. Ja, das ist okay. Ich sag mal, zu dem, was wir ganz am Anfang, ich glaube hier ist scheiß Licht, ja, ne? Zu dem, was wir ganz am Anfang zu Remscheid, zu dieser Wohnung gesagt haben und das, was jetzt passiert ist, ist das gehudelt. Ja, ja. Weil ja, wir haben gesagt, eigentlich, dass wir die Wohnung hier oben kernsanieren, sozusagen. Jo. Was heißt kernsanieren? Komplett machen. Aber jetzt sind halt hier nur neue Heizkörper reingekommen. Über eine Heizung, also zwei Wohnungen über eine Heizung haben wir, lassen wir jetzt laufen. Dann haben wir komplett neuen Boden reingemacht. Die Mieterin, die hier reinkommt, will selber streichen. Von daher ist das tipptopp, ne? Ich glaube, das sieht okay aus, oder? Naja, das sieht jetzt mal auf jeden Fall schön aus. Aber ich verrate euch jetzt mal einen Geheimtipp. Auf dem Video sieht es immer schöner aus. Ja, das stimmt, echt, das stimmt. Auch die Bilder im Exposé sehen immer schöner aus. Aber nicht weiter erzählen. Jo, ich bin jetzt aber auch froh, dass das langsam hier zum Ende kommt, weil, keine Ahnung, irgendwie das Gegurke hierhin war immer ein bisschen Katastrophe. Nicht unbedingt wegen der Strecke, aber ich finde, so nach meiner Erinnerung vom Verkehr her, war immer irgendwie haben wir Pech. Wir haben auch schlechte Zeiten erwischt. Ja, das stimmt. Vielleicht noch ganz kurz zu der Wohnung, wer das nicht von Anfang an verfolgt hat. Normalerweise hat die Wohnung hier begonnen. Das war die Eingangstür. Wir haben die Wand neu eingezogen, eine neue Eingangstür eingebaut und haben dadurch das Zimmer gewonnen. Ja. Ne? Den Flur und das Zimmer hier komplett als Wohnfläche gewonnen. Hier oben der Dachboden. Der gehört dafür, jetzt auch. Genau, der gehört jetzt auch zu der Wohnung. Darf aber theoretisch nicht ausgebaut werden. Da brauchen wir eine extra Genehmigung für, wenn wir hier den noch ausbauen wollen. Deswegen bleibt das Nutzfläche, Dachboden. Aber der ist von der Wohnung abschließbar. Und das ist immer Gold wert. Also das kann man auch so verkaufen, dass man wegen diesem Dachboden die Mieter hier ein bisschen anhebt. Ja. Das wird jeder so verstehen, der hier rein will, ja, und sich darüber Zukunft freut. Wenn man die Wohnung mal macht, kann man halt hier mal Beantragung machen. Es bleibt ja eine Wohnung, kommt keine neue Wohnung dazu. Und dann halt hier oben eine 80 Quadratmeter, alle Wände raus, schönes Loft machen. Jo. In schöner Wohnstyle zum Beispiel. Na? Ja, warum nicht? Aussicht ist schön hier. Echt, das sagt jeder. Gerade hier auf der Seite von dem Haus ist ganz schön für in der Stadt. Ja, aber noch lohnt sich das ganz ehrlich nicht für Remscheid. Und da drinnen ist echt warm, deswegen Türe immer zumachen. Die Lampe haben wir ja auch noch im Nachhinein dran gemacht. Hier den Strom hier hingelegt für die Klingel. Naja, auf jeden Fall funktioniert die. Muss man ja, ein bisschen länger. Ja, musst du das Pünktchen drücken, ja, ich bitte dich. Ist ja, wir sind ja hier, haben ja kein 5G. Nein, nein, echt. Ich steh nur das zweite Mal. Zweimal gut. Egal. Licht funktioniert tipptopp. Ey, du hast hier gemacht, der Faulenzer. Komm mal ins Saufen, Faulenzer. Ich hab jetzt der Faulenzer, Alter. Ich hab heute mal wieder am meisten gemacht. Ach Quatsch, du hast noch nicht mal eine Silikonkartusche drin, du hast gar nichts gemacht. Das ist die vierte, die ich schon verbrauche. Der hat uns bestimmt gerade gehört. Die schnell vierte, ich habe oben ganze Wohnung eine gebraucht, der braucht vier. Keine Ahnung, wo ich das so ein Hater halt, ne? Boah, guck mal, Alter, was sexy. Boah, echt. Boah, der Eduard lernt. Ja. Wie der Eduard lernt, der Eduard kann. Der Eduard bringt euch demnächst mal bei. Guck mal! Das sieht echt schön aus, echt. Ja, hier ist auf jeden Fall das Letzte jetzt noch. Die Wohnung komplett fertig machen, dann können wir einen Abflug machen. Wann sind wir fertig? Ja, wie es aussieht, sind wir in anderthalb Stunden fertig. Mike, ha? Doppelbizeps von vorne.
Von vorne? Ja. Nee, ich kann gerade nicht, ich kann nur so zeigen. Eduard sagt, ich habe Muskelschwund. Ja, ja. Aber das kriegen wir wieder in den Griff. Haben wir das Fitnessstudio bestellt. Mal ein Personal Training. Ja. Ich nehme 110 die Stunde. Ey, ihr beiden werdet euch sowieso nie aufhören zu Bei testen. Mike 50. Der Mike. Nee, da braucht man eine ganz schöne. Das ist gar keine Frage, Alter. Nee, das, warte. Das ist viel differenziert. Was bist du? Ein bisschen definierter. Ja, das sehen wir auch demnächst. Die Frage ist halt, ob das da so okay ist. Aber ich denke schon. Aber wenn man das guckt, ne? Ich fange mal da an. Wird immer besser. Ja? Ja. Und jetzt zeigt der Thomas mal wieder, dass wir so machen. Du musst ja jetzt kein Moderator sein. Hinstellen, filmen, der Mike lässt das schnell durchlaufen. Das fertig. Der Rudi hat heute auch bei mir viel gefilmt, wie ich so ganz nah dran, wie ich geflext habe. Ja? Ja, ja. Der Gerät. Boah, Junge, guck mal. Du hast da drauf gedrückt. Ich hab das Ding nicht angefasst. Hier, das Wichtigste ist für euch, bei sowas immer transparenten Silikon nehmen, weil transparenter Silikon ist der bestklebendste und bestabdichtendste Silikon. Aber Trick. Ist eigentlich ganz logisch. Trick 17. Sind halt keine Farbstoffe drin. Nein, Farbstoff ist wirklich. Ist transparenter scheiße. Silikon ist der beste zum Abdichten. Deswegen benutzen Dachdecker auch immer transparenten Silikon. Und das hier, da kam ein Blatt runter. Ein Blatt hat die weggehauen, Alter. Salat. Auch Salat am Essen. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, so weiter zu erzählen. Lass dich mal filmen. Nein, hier, das muss nicht schön aussehen, das muss funktionieren, weil kommt es soll auf jeden Fall kein Wasser ins Mauerwerk eindringen. Kommt der Deckel drauf, ne? Darf man ja nicht vergessen. Aber, ey, ich wette, ja. Es hat auf jeden Fall einer was zu cutten. Der kann sich jetzt in den Kommentaren auskacken. Wir hätten es auch mit der Heißklebepistole machen können, Allzweckwaffe. Der Errol hat gestern auch geschrieben, wo du Reel für ein Dach gemacht hast. Hat er geschrieben, ein bisschen Heißkleber, dann passt das. Ja, ja, ist so. Guck mal, der Mike, der mag gerne mit gemachten Silikon zu spielen. Hallo. Hallo. Nette Frau. Ja. Die war nett. So, Mike, jetzt zeigst du das von Anfang an. Na, ja, den machst du noch so. Und dann erzählst du mal, was du da machst. Echt? Okay. Nicht jetzt. Nicht, noch nicht? Ja, du musst ja was dabei denken mit dem, was du da machst. Musst du dann mal erklären. Ja, was du dabei fühlst, zum Beispiel. Wenn du das machst. Hast du einen im Tee, kann das sein? Aber fühlen tue ich dabei Silikon auf jeden Fall. Das ist halt klebrig und der Unterschied zu Acryl ist halt, wenn man das so verreibt. Dann, ja, ja, dann ist wirklich so, dann macht das keine. Acryl wird so, ja, das fällt dann irgendwann vom Finger ab, Silikon nicht. Das bleibt immer so quasi klebrig, bis es fest ist. Bis den, wie nennt man das? Den Siedezustand quasi. Das ist bescheuert. Agrarzustand. Den Agrarzustand, genau. Agrar heißt es Agrar oder Aggregatzustand? Aggregatzustand, genau. Siedepunkt ist, wo was flüssig wird, oder? Ist so. Flüssig, ja. Oder ja, fest das ist wieder, flüssig. Keine Ahnung. Nee, das ist flüssig. Ja, ne? Siedepunkt, ich weiß das auch alles gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das hier, muss das alles dicht sein. Mehr ist auch gar nicht dabei. Das war es. So, das Tutorial ist vorbei. Hier, klar, hier kann immer noch was rein. Das ist uns auch klar, aber wo soll es dann weiterhin? Ne? Uns geht es halt nur darum, dass nichts ins Mauerwerk kommt. Und deswegen müsste das eigentlich so ganz in Ordnung sein. Zack, hier den Mümmes da rein. Ja, wieder raus, den Mümmes auch da rein. Oh. Zack und zack. Das ist jetzt fertig? Perfekt. Ja, das sieht super aus. Super, ne? Hell auf begeistert. Du wolltest die Toilette putzen? Ich muss die Toilette putzen. Aber das filme ich nicht. Doch, der Eduard, der mag Toiletten, Mike. Ja. Muss doch jetzt wirklich der Eduard die Toilette putzen, ja, oder? Ich bin auf jeden Fall Silikon am machen. Bist du gerne auf Toilette, Mike? Hä? Was? Bist du gerne auf Toilette? Am Sitzen? Ja. Wenn ich am Packen bin, dann bin ich gerne auf Toilette. Siehst du? Aber nur auf meiner. Ich gebe euch mal einen Tipp. Wenn ihr wissen wollt, genau auf die Minute, genau wann der Mike auf dem Pott sitzt, beobachtet seinen Kanal. Wenn eine Frage beantwortet ist, ist er am Kacken.
Warte. Warte, ja. Noch eine Sache noch, dann warte. Schaffst du das? Warte. Nimm an. Ich gebe das dir. Hast du gedacht, dass das so schnell fertig ist heute? Nee. Ehrlich gesagt, ich echt überhaupt aber gar nicht. Aber wo wir hingekommen sind, hat nicht mehr so nach so viel Arbeit ausgesehen. Ne? Ja, hier und da oben das Badezimmer, das scheint so übelst lange dauern. Ja. Aber es ist ja eigentlich so ganz okay. Ja, ja, perfekt. Das ist perfekt geworden. Ich finde echt, das ist alles soweit perfekt geworden. Ich habe eben noch mit dem Thomas geredet, was der meint, wie viel man das jetzt verkaufen könnte. Wie vermietet? Ja. Ja, 400 würde ich sagen. Nee, 430 sogar, würde ich sagen. Echt? Jo, mit der Miete, die jetzt da ist, 430? Doch, 430 auf jeden Fall. Morgen machen wir noch Übergabe hier von zwei Wohnungen, ne? Die oberste und die, die jetzt fertig ist, ne? Hoffentlich. Hast du gedacht, dass wir so schnell fertig werden heute? Mhm. Echt? Jetzt bis um 15.30 Uhr oder was? Ich habe 14 Uhr gesagt. Echt? Haben wir uns verspätet. Egor hat 18 gesagt. Stell dir vor, wir letztes Mal, dass hier fertig mit den Platten, dann wären wir heute um 13 Uhr fertig. Jo. Das stimmt. Dann wärst du gekommen und wir wären gefahren. So, das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Das wird das letzte gewesen sein hier in Remscheid. Peace, Leute, bis dann. Macht's gut. Bis halt nee, danke. Nee.